Und damit das so moin moin und herzlich willkommen zum 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga mit der Partie zwischen Eintracht Braunschweig, dem Tabellenzweiten, und unserem Club aus Nürnberg auf Rang 15. Ganz, ganz wichtiges Spiel heute gegen eine Mannschaft, die eigentlich hinten drin stehen sollte, die aber super spielt anscheinend und momentan ja sich für die Champions League qualifizieren würde. Der Aufsteiger aus Braunschweig also mit einer ganz, ganz klasse Anfangsleistung und auch hier haben sie einen guten Start. 1:0, Jan Hochscheid, 15. Minute. Er macht die Bude. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Nürnberg köpft eine Flanke von links zu kurz und in die Mitte weg, wo Dennis Krupke an den Ball kommt und schießt. Hochscheid kann den schwachen Schuss aufnehmen und unbedrängt ins Tor einschieben. 16 Minuten gespielt und es geht ähnlich los wie gegen Braunschweig. Ich bin noch nicht mehr so richtig zum Anmoderieren hier gekommen, wenn man so will. Also heute müssen wir eigentlich 3 Punkte holen. Aber wir liegen schon mit 1:0 zurück. Wir brauchen die 3 Punkte. Ich habe es angesprochen, wir spielen jetzt dann gegen Dortmund. Das ist nicht unbedingt einfacher. Von dem her mal ein bisschen für Entlastung sorgen. Und wir machen es 1:1. 28. Minute. Esswein mit seinem 4. Tor. Also der geht richtig ab. Es war eine Ecke. Kiyotake mit der Flanke. Petkovic kommt raus, pflückt den Ball sicher herunter und will sich dann elegant abrollen. Dabei verliert er dummerweise das Leder, das zudem genau vor die Füße von Esswein fällt. Der ist gedankenschnell und schiebt direkt ein. Petkovic vergräbt sein Gesicht in seinen Handschuhen. Wunderbar, also wir sind wieder im Spiel. Ich gebe mal weiter so mit. Schiri schon jetzt genervt, um Gottes Willen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber Esswein trifft jetzt wie am Fließband. 4. Tor schon im 5. Spiel. Im letzten Part, beziehungsweise im vorletzten gegen Augsburg, hat er 2 Buden gemacht. Heute wieder 1, vielleicht jetzt das nächste. 35. Gute Torschuss für den Club. Nach einem Steilpass steht Gebhardt schussbereit im Strafraum. Aber der Nürnberger braucht zu lange. Und die Niedersachsen können zur Ecke klären. Diesmal ist er leider nicht so gefährlich, beziehungsweise Petkovic kann das Ding entschlossen abfangen, 10 Minuten da vor der Halbzeit. Ihr merkt, meine Freude, die ist noch so ein bisschen verhalten. Ich traue mich noch nicht so richtig, nach dem, was wir da wirklich gegen Augsburg erlebt haben, das war richtig krass. Von dem her weiß ich noch nicht so richtig, was das jetzt hier zu bedeuten hat, das 1:1, wo es hinführen kann. Gut, das wissen wir, entweder wir verlieren oder wir gewinnen oder es bleibt beim 1:1, aber es ist nicht so einfach momentan hier beim Club. Wie gesagt, richtig schlechter Saisonstart, wenn man so will. 2 Punkte nur aus 4 Spielen. Heute könnten 7 aus 5 werden. Das ist das Ziel. Halbzeit nach 45 Minuten, also 1:1. Gegen die Überraschungsmannschaft stand jetzt in der Fußball-Bundesliga. Wir gehen mal rein, Pogatetz. Loben wir doch mal. Esswein lobe ich auch. Tolles Spiel. Schön, dass Sie mich so stark gesehen haben. Ja, geht das Selbstvertrauen nochmal ein bisschen hoch. Auch wenn er nur eine 3 hat. Kiyotake, gutes Spiel. Also er funktioniert und wenn er funktioniert, dann funktioniert unsere Offensive zumindest mal. Schäferhind motiviere ich, Nilsson motiviere ich nochmal und dann die Massagen bekommt Esswein eine, bekommt Nilsson eine und Javier Pinola eine. So, okay, Halbzeitansprache. Wollen wir sagen, dass wir das gewinnen? Ich würde fast sagen schon, oder? Dann lasst uns mal für Aufsehen sorgen. Wir müssen es probieren. Wir haben mehr Ballbesitz, wir haben mehr Schüsse, wir sind die bessere Mannschaft. Oder? 4 Schüsse, ja, 4:1. Komm, dann lasst uns für Aufsehen sorgen. Ich probiere es, ich riskiere es. Wir brauchen jetzt wirklich die 3 Punkte. Also, auf geht's, Nürnberg. Macht jetzt die Bude irgendwie rein. Und alle werden zufrieden. Gucken wir mal. Erste Chance hat Braunschweig. 52. Schussversuch von Krupke aus 12 Meter. Aber der Captain Raphael Schäfer kann das Ding souverän entschärfen. Nächste Möglichkeit für Braunschweig. Bellarabi flankt schön hoch von links. Earl kommt als erster an den Ball und zieht aufs kurze Eck. Das macht Schäfer aber zu und lenkt das Leder zur Ecke. Bitte nicht. Nein, nein, nein. 54. Hochscheid. Der macht fast das zweite Ding hier. Jan Hochscheid, der Spielmacher bei den Braunschweigern. Kommt schon, Jungs. Kommt wieder rein in die Partie. Braunschweig stand jetzt besser. Stadion ist ausverkauft. Ja, bei so einer Top-Partie natürlich klar. Nicht Spaß. Jetzt hat aufgepasst. 62. Hofmann läuft sich rechts frei, flankt dann zu Esswein. Doch Petkovic kommt aus dem Tor, pflückt den hohen Ball sicher herunter. Was haben wir jetzt gehört? Es bleibt beim 1:1. Wieder die Chance für uns. Also vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen besser rein. 63 Minuten schon rum. Ich würde sagen, wir wechseln auf jeden Fall mal. Hofmann hat eine 4, muss raus. Bringe ich Mack und links bringe ich Luschek für Gebhardt. Einfach, um nochmal ein paar frische Kräfte zu bringen. Für die letzten 25 Minuten. System bleibt gleich. Mit unseren 2 Flügelflitzern und unserem Top-Torjäger, nämlich Alex Esswein. Einmal muss er nur noch treffen und er ist für mich jetzt schon ein Gott. Mensch, wir brauchen die 3 Punkte so unbedingt. Petkovic ist bei einer versuchten Abwehraktion beim Zurücklaufen gegen den Pfosten geprallt, kann aber weiterspielen.
Okay, Bolland bekommt gelb nach einem absichtlichen Handspiel. Ihr merkt echt, ne, die Art und Weise, wie ich heute kommentiere, ist wirklich verhalten. Ich gib's ja selber zu, aber ich bin mir auch momentan so extrem unsicher. 68. Vielleicht jetzt hat... Wieder nicht. Kiyotake, der Japaner, mit dem Freistoß, bekommt den Abpraller auf den Fuß. Aus 23 Meter ballert er den Ball diesmal an die Latte. Doch der Schiedsrichter hat wegen Foulspiels bereits abgepfiffen. Mensch, irgendwie muss die Kirsche jetzt ins Tor. Irgendwie. Egal wie. Hauptsache das 2-1. Vielleicht geht in der Schlussphase noch was. Ja, ich hoffe es auch. Ein Unentschieden wäre eigentlich schon wieder fast zu wenig. Na, was heißt eigentlich? Es wäre zu wenig. Wir können es ja knallhart ansprechen. Wenn man auch sieht, was für Gegner jetzt in Zukunft kommen, mit Dortmund, mit Hamburg, mit Frankfurt und Co., ist das absolut zu wenig. 15 Minuten noch. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Klare Abseitsstellung von Esswein kurz vor der Ballabgabe. Rückt Dennis Dogan geschickt heraus. Der Assistent nimmt sofort die Fahne. Wir können mal gucken. Statistisch sind wir auch wirklich immer noch das bessere Team. Wir haben mehr Ballbesitz, wir haben mehr Chancen und das Ganze auswärts in Braunschweig. Aber das Ergebnis zählt und das sieht noch nicht gut aus. 10 Minuten. Ich würde sagen, wir wechseln. Ich bin nur am Überlegen, wie. Ich will jetzt auch nicht volles Risiko gehen. Ich glaube, ich nehme einfach Esswein raus, bring nochmal Ginczek. Esswein, der auch schon ein bisschen K.O. ist. Ein bisschen. Und Ginczek, der vielleicht nochmal ein bisschen mehr reinbringt, der sich vielleicht auch beweisen will, der sieht, Mensch, Esswein trifft, der eigentlich auf der Linksaußenposition vorgesehen ist, der heute mal im Sturm ran darf. Da muss ich Gas geben, da muss ich auch die Bude machen, um wieder zurück in die Elf zu kommen. Also vielleicht der Ansporn jetzt halt hier für Ginczek. Es gibt Elfmeter und Gelb. Und es ist das Tor für uns, oder? Pinola macht ihn. 81. Minute. Wir führen, Freunde. So, wir führen. Aber ich bin immer noch ruhig. Ich bin immer noch ruhig. Nach dem Spiel können wir uns freuen, wenn es so bleibt. Also, klares Foul von Caligiuri an Mack im Strafraum. Gibt Elfmeter und Gelb für den Linksverteidiger. So, wir müssen rein in die Taktik. 35. Boah, wäre das wichtig, ey. Leck mich fett. Keine Abseitsfalle. Konterspiel, Pressing bisschen zurücksetzen. Zeitspiel, lange Bälle, vorsichtig, Abstöße, ab nach vorne, meine Lieben. Kommt schon, Jungs. So, und ich gehe nochmal kurz rein. Ich glaube, ich stelle... Nein. 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 Puh, 86. Bitte lass uns nicht wieder so spät den Ausgleich erzielen. Ich ziehe Kiyotake ins Zentrale und die beiden hier hin. So, und dann sagen wir noch hinten dicht. 4 Minuten. Braunschweig nochmal mit der Möglichkeit... Ecke von Damir Franjic, einen Ticken zu kurz, kein Problem für Pinola, für den Torschützen zum 2-1, nein. Nächste Ecke, die dritte für Braunschweig, jetzt nochmal richtig Druck machen, ich bin so ein bisschen am Zittern hier. Hoffentlich bleibt es beim 2-1, kommt schon Jungs, bitte, bitte, bitte. 87. 88, eine Minute noch durchhalten und es ist der erste Sieg. Jawohl! Ja, meine Lieben, boah, ist das wichtig. Also, 2-1-Sieg auswärts in Braunschweig. Der erste Sieg für uns, die erste Niederlage für die Löwen. Und ihr glaubt gar nicht, wie erleichtert ich bin. Puh, ganz tief durchschnaufen. Also, ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Wir gucken gleich mal rein in den Nachbericht. Und ich denke mal, es waren auch verdiente Punkte. Wenn man das ganze Spiel gesehen hat, geht das absolut in Ordnung. Also, gucken wir rein. Bester Spieler bei uns, Hiroshi Kiyotake, der Spielmacher, hat da für viel Wirbel gesorgt. In der Offensive Pinola mit dem Elfer, Esswein mit dem vorzeitlichen oder zwischenzeitlichen 1-1 da, Hochscheid mit dem Tor für Braunschweig. Und damit haben wir auch das erste Mal in der Saison, gut, das ist unser erster Sieg, von dem her ist es klar, aber einen Rückstand in einen Sieg umgewandelt. Da ist ja der Club momentan richtig gut, früh in Rückstand geraten, dann aber trotzdem zumindest mal noch einen Punkt zu holen. Also das klappt ganz gut. Wir gucken mal rein, statistisch, ob das jetzt so stimmt, was ich gesagt habe. Wir mit 8 Chancen, Braunschweig mit 6, wir mit 60% Ballbesitz. Also ihr merkt, wir waren wirklich die bessere Mannschaft. Der Sieg, der geht hier absolut in Ordnung. Boah, und es ist... Ah, ich freue mich. Es ist so dermaßen wichtig gewesen hier. Richtig geil. Okay, wir gucken mal rein. Unser nächster Gegner, nämlich der BVB, verliert zu Hause mit 3-0 gegen den HSV. Das ist krass. Zweite Niederlage schon. Für den BVB die Bayern mit einem 2-1 gegen Hannover, Leverkusen 2-1 gegen Wolfsburg, Frankfurt besiegt Bremen, die weiterhin punktlos bleiben mit 3-2, Hoffenheim, Gladbach 1-1, Schalke mit einem 3-1 gegen die Mainzer, Augsburg 2-0 gegen Freiburg, ja, wir mit dem grandiosen 2-1 und Stuttgart mit einem 2-0 auswärts in der Hauptstadt gegen die Hertha aus Berlin. Okay, wir damit auf Rang 13, kommen wieder ein bisschen voran, haben 5 Punkte aus 5 Spielen, ja, das ist doch schon wieder ein bisschen besser. Das ist doch schon wieder ein bisschen besser.
auch noch nicht perfekt, ne? Aber es schaut schon mal gut aus. Jetzt lass uns mal gegen Dortmund einen Überraschungspunkt holen, dann wäre die Welt wieder halbwegs in Ordnung. Also der Sieg gegen Braunschweig, ne, der ist so dermaßen wichtig, einfach nur richtig brutal. Okay, dann haben wir das mal alles. Dann gucken wir doch mal rein. Stimmen zum Spiel, was sagen wir denn hier? Leistungssport spielt sich zwischen den Ohren ab, okay. Und Dortmund hier, ja, Braunschweig hat nichts zu sagen. Guardiola, wir haben das Spiel eigentlich gut begonnen, aber dann aus heiterem Himmel das Gegentor hinnehmen müssen. Trotzdem haben wir uns aufgerappelt und gut weitergespielt. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass alle Spieler ihre individuelle Klasse für die Mannschaft eingebracht haben. Ja. Wieder keiner in der Elf des Tages, dafür zwei von Augsburg hier mit Philipp und Bayer. Daniel Bayer, Fernandes, Jiracek, Gentner, Meier vorne drin. Wir können mal reingucken, Teamleistung, da dürfte, beziehungsweise beste Spieler, dürfte Esslein wieder ein bisschen hochrutschen. 4 Buden hat er jetzt also gemacht, Lewandowski mit unglaublichen 8 Toren aus dem Spiel, Mölders mit 5, Boateng 5, Mandzukic, Meier, Olic und unser guter Esslein also mit 4 Buden. Sehr schön, also ich bin absolut zufrieden. Ich bin wieder, was heißt besser gelaunt, ich war auch jetzt schon vor der Aufnahme ganz gut gelaunt, aber zumindest was jetzt hier die Tabelle angeht und was unsere Punktzahl angeht, um einiges besser drauf, ganz, ganz enorm wichtiger Sieg. Stellt euch vor, wir hätten heute verloren. Dann geht's weiter gegen Dortmund. Hätten wir vielleicht auch verloren. Also wäre ja normal, in Anführungszeichen. Ne? Also da rechnen wir ja uns keine Punkte aus. Dann geht's gegen Bremen. Da müssten wir wieder gewinnen. Aber das wären dann schon, da wären wir dann schon mega unter Druck. Denn dann lasst mal jetzt noch Bremen gewinnen. Dann wären wir wahrscheinlich bis zum 7. Spieltag ganz hinten drin. Sprich letzter. Wenn wir heute auch gegen Braunschweig verloren hätten. Wären wir 16. Und dann käme es schon zu einem kleinen, ja, es ist nicht ein Finale, aber dann käme es schon zu einem brutal wichtigen Spiel gegen Bremen. Das haben wir heute, sage ich mal, zumindest ein bisschen entschärfen können. Sicherlich müssen wir jetzt dann gegen Bremen am 7. Spieltag auch die 3 Punkte holen, denn die sind ganz unten drin. Und gegen die Mannschaften, die hinter uns stehen, müssen wir gewinnen, um nicht weiter nach unten abzurutschen. Ganz klare Logik da. Aber das ist dann zumindest mal ein bisschen sicherer. Wir haben zumindest mal wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Das ist ganz wichtig und damit, mit diesen schönen Worten, würde ich sagen, gehen wir mal ab rein in die nächste Woche. Und haben ein Interview bzw. eine Pressekonferenz. Warum hat Antonio Rüdiger heute nicht gespielt? Soll ich mal sagen, er hat sich im Training nicht aufgedrängt? Hat er aber eigentlich nicht. Ich würde sagen, ich will mir von außen... Nee, auch nicht. Schonen auch nicht. Doch, schonen machen wir mal. Keine Auswirkungen. Mal gucken, ob er uns jetzt noch irgendwas sagt im Laufe der Woche, aber ich glaube nicht. Vorstandsvertrauen geht wieder ein bisschen hoch auf 15 von 20. Das ist aber geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so weit hoch geht. Okay, also 15 von 20 jeweils beim sportlichen und finanziellen Teil für unsere Leistungen, wenn man so will. Trimmitsch noch 14 Wochen verletzt. Ja, ne, bitter auch, aber was wollen wir machen? Dortmund steht an. Also bereiten wir uns mal so ein bisschen vor. Ist jetzt fast ein bisschen untergegangen. Was können wir denn machen gegen Dortmund? Vielleicht ein bisschen individueller noch trainieren, dass wir vielleicht mal taktisch was drauf haben. Wobei, das sind wir schon so super. Das gibt's gar nicht. Tackling, würde ich sagen. Tackling. Tackling-Tag. Und vielleicht so ein bisschen noch, Freistöße, Ecken. Ecken, Standards, Freistöße. So. Da haben wir noch Überzahlspiel. Da bräuchten wir eher vielleicht sowas wie hinten halt dicht, ne? Abwehr, Aufbauspiel vielleicht. Machen wir noch Aufbauspiel, so. Okay. Sehr schön, das passt perfekt. Boah, ey, ihr glaubt gar nicht, wie erleichtert ich immer noch bin, nachdem sehe ich jetzt gegen Braunschweig. Ganz, 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 ganz wichtig. Okay, jetzt gucken wir mal. Gruppe 2, warte mal, da werden wir mal ein bisschen verschieben. Halt Luschek nicht. Hasebe noch rüber. Wobei Chef persönlich, nee, da müssen wir ja alle mal da rein. Ich mache ja nichts. Wir machen ja immer nichts so richtig. Nicht, dass da was nicht stimmt. Das lassen wir mal. Müssten wir, wenn, noch einen Mitarbeiter einstellen. Vielleicht noch einen zweiten Co-Trainer, wenn wir dürfen. 52 Spielertraining. Rettig, wir wollten ja nach unserem System immer gucken, ne? 4-2-1-2-1, aber sehr defensiv, macht keinen Sinn. Und so einen guten wäre auch jetzt ein bisschen unrealistisch wieder. 4-2-1-2-1. Wie wäre es denn mit ihm? 4-1-4-1. Ein paar Talentsterne mehr wäre schon nicht schlecht, ne? Als 3. Wobei er ja nur unser zweiter Co-Trainer, es wäre jetzt nicht so schlimm, ne? 4, oh, das ist das andere System wieder. Wer war er denn jetzt hier, ne? 4? Hä?
Habe ich den nicht gerade gesehen? Der hatte doch eine 79, oder? Da, 78. Sandro Kegel. 69 ist der schon, der ist ja, nee, das können wir uns nicht erlauben. Mensch, dass wir da aber auch nicht nach der Taktik, nach der Ausrichtung oder dem System noch gucken kann. Vier, da haben wir noch einen. Oder nee, das ist wieder eher. Dann gucken wir mal den nächsten vielleicht. Kegel, was haben wir noch? Wird auch irgendeinen geben hier. Weil die werden wahrscheinlich schon alle wieder ein bisschen zu schlecht. 4-1-2-1-2 wieder. Oh, außer wir nehmen halt ihn hier. Wo ist er? Wo war denn 4-1-2-1-2? Er hier. Ne, er hier. Aber halt sehr defensiv, ne? Aber ist auch schon 68. Boah. Was machen wir denn da? 4-1-4-1, das wäre auch eine Möglichkeit. Komm, wir nehmen den. 65, ja, komm, egal. Unterbreiten, bis 2014. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jemanden einstellen können noch. 330.000. Ja, okay, der würde vielleicht hoffentlich annehmen, der Freund. Dann können wir nämlich eine neue Trainingsgruppe aufmachen. Dann wäre ich da schon mal viel zufriedener. Würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn das klappt. Mit dem guten Mann. Und jetzt steht gleich Dortmund an, meine Lieben. Der Dickels-Nobby, habt ihr ihn gehört? Da schreit er rum, während das Lied hier im Hintergrund kommt. Also 48.816 Zuschauer sind beim Spiel hier, beim Heimspiel gegen die Dortmunder. Sicherlich eines der spektakulärsten Spiele in der Saison zu Hause beim Club. Natürlich das noch gegen die Bayern, ganz klar. Vielleicht noch das gegen Schalke, die heute gegeneinander spielen im Topspiel. Also der zweite gegen den dritten, die Bayern gegen Schalke, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Und das Derby zwischen Gladbach und Braunschweig. Schmarrn, das ist kein Derby. Braunschweig und Gladbach nicht. Wolfsburg, wenn. Aber die spielen ja gegen Hoffenheim. Also haben wir das auch geklärt. Okay. Dann gucken wir mal rein, dass wir die Mannschaft aufstellen. Ich weiß nicht. Sollen wir ein bisschen defensiver wieder rangehen? An die ganze Sache? Gegen Dortmund müssen wir fast, oder? Wir machen ja 3D-Spiel. Oder wir sagen, nö. Wir haben jetzt ein bisschen, wir haben gegen die Bayern unentschieden geholt. Gegen Augsburg unglücklich verloren. Was heißt unglücklich? Bis zur 60. verdient, dann unverdient und dann, ja, unglücklich. Gegen Braunschweig, wie gesagt, gewonnen. Dann müssen wir uns vor Dortmund jetzt auch nicht so verstecken, ne, zu Hause. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir halt wieder zu defensiv stehen. Werden wir jetzt mal angucken. Also, erste Mannschaft stellen wir mal auf. Ich würde sagen, Esswein wieder vorne rein. Mit ihm quatsche ich mal. Super letztes Spiel, geht leider nicht. Schade. Mit wem können wir denn noch quatschen? Gut trainiert Balic. Machen wir erstmal so ein bisschen das Positive. Schäfer, können wir ihm was sagen? Mann, nee, das haben wir neulich erst gesagt, glaube ich. Pinola, Glückwunsch zum Jubiläumsspiel. Jawohl, gewinnt 5 Moralpunkte. Pogatetz, gut trainiert, sehr schön. Pelle Nilsson, gehen wir auch noch mit rein. Geht nischt. Okay, dann sind wir schon durch. Nee, hier haben wir noch jemanden. Rakowski, ja gut. Egal, nehmen wir ihn mal mit. So, also, Schäfer im Tor, Pinola, Pogatetz, Nilsson, Chandler, das steht weiterhin, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Balic, Vollner, würde ich sagen, auch. Dann wird's lustig. Kiyotake auf der 10 ist in Ordnung. Gebhardt hat nur eine 8er Form, da bringe ich mal Mack, der den Elfmeter auch rausgeholt hat. Gebhardt, blöd. Wobei Mack wieder auf der Seite nicht so richtig spielen kann, ne? Das muss er erst noch lernen. Das macht er aber gerade. Wobei er eine 65 hat. Kann ich mit ihm nochmal was Cooles quatschen? Nee, nichts Cooles. Er hat eine 65. Ist das jetzt gut genug? Wahrscheinlich nicht, ne? Außer ich bringe jemand anders vorne in den Sturm. Aber Esswein hat halt wieder die Bude gemacht. Den würde ich schon ganz gerne vorne drin lassen. Ginczek auf außen klappt nicht, ne? Wie machen wir das? Luschek wieder. Wenn Luschek. Ja, komm, bring mal Luschek. Passt doch auch. Ist doch auch in Ordnung. Packard nehme ich mal mit. Das könnte doch mal eine Waffe sein. Für Stark. So, und dann tausche ich hier mal, dass ich wieder einen kleinen Überblick habe. Halt. Von defensiv nach offensiv geordnet. Jawohl. Okay. Okay, nee, dann würde ich sagen, so passt. Jetzt müssen wir nur überlegen, ob wir die ein bisschen defensiver schieben wollen oder nicht. Ich würde fast sagen, wir spielen heute mit einem 4-2-3-1, wenn man so will. So. 4-2-3-1. Ist ein Ticken defensiver. Gehen wir rein in die Taktik. Wollen wir nur mit Konterspiel machen?
Ich würde fast sagen, wir probieren es. Auf jeden Fall 40%, 50% Pressing. Das passt soweit, das ist alles in Ordnung. Anweisungen passt, Laufwege passen noch nicht. Zack, 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 zack. Jetzt passen sie, Vergleich. Da müssen wir jetzt mal gucken. Also, oh, Gündogan im rechten Mittelfeld. Lewandowski auf der 10. Was spielen denn die hier? Aubameyang vorne. Also, er bekommt mal... Ne, er bekommt einen rangestellt, oder? Vollner. Wichtige Fähigkeiten für defensiver Mittelfeldspieler. So, Manndeckung 68 und Balic 72. Dann stelle ich doch mal Balic auf Roberto Lewandowski. Gündung an rechts, Şahin links, Bender Kiel. Ich würde sagen, wir probieren es trotzdem wieder so. Das ist eigentlich eine Taktik, die gegen gute Mannschaften ganz gut funktioniert. Aber das ist halt krass, ne? Guckt euch das an. Hummels und Subotic, 81 und 80 davor. Bender mit einer 77, Kiel mit einer 75 und Weinfeller mit einer 79 im Tor. Also, das wird mal mega brutal werden. Gar keine Frage, aber das war uns auch schon vorher sowas von klar. Okay, nee, das passt, glaube ich, soweit. Dortmund mit einer 844er Stärke. Also, das ist schon hammerhart. Also, das ist schon nicht schlecht, was die da zeigen. Okay, nee, dann würde ich sagen, zack, 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 schnell speichern. Das ist ja immer so ein bisschen hier, ne? Machen wir mal lieber, bevor irgendwas abstürzt. Und dann können wir reingehen. Wir können noch ganz kurz vielleicht mal golfen gehen. Handicap auf 30, runtergeschraubt und dann gehen wir rein. Also, gegen den BVB, 3D-Spielchen machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. Wir im Heimtrikot, der BVB im Auswärtstrikot dürfen aber in Gelb ran, von mir aus gerne. 790 gegen 844, aber Dortmund bisher mit einer nicht so guten Saison, wir dafür mit einer nicht so guten Form. Also ich denke, das gleicht sich allgemein aus, aber Dortmund natürlich der klare Favorit. Alleine schon von der Stärke und vom Namen und von allem. Also brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ich denke, das ist jetzt auch ein Spiel, wo wir uns, sage ich mal, als Trainer zurücklehnen können. Ich denke, alle gehen von der Niederlage aus, aber wir können natürlich an der kleinen Sensation ein bisschen schrauben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen rein und sagen, gebt euer Bestes, oder? Das ist, denke ich, in Ordnung. Also, in dem Sinn, auf geht's Nürnberg!